Moin Moin und willkommen zurück bei Raft. Wie Olaf ist das letzte Mal abgehauen? Ich bin durch irgendwelche Dinge gefallen und wir versuchen jetzt einfach Olaf zu finden und ihn wahrscheinlich totzuschlagen. Um das mal auf relativ direkte Art auszudrücken, würde ich sagen. Und ich mag den Plan. Oh, hier ist eine Leiter. Ach, Abkürzung. Hier, mach mal. Abkürzung freigeschaltet. Lagerschlüssel. Ach, okay. Wow. Cool. Okay. Wo ist mein Speer kaputt? Hä? Ich treff nicht. Okay. Drei Hyänen auf dem Haufen, doch ein bisschen gemein. Ach, ich werde schon wieder mit Granaten beworfen. Wo bist du, Typ? Da war auf jeden Fall schon wieder eine Hyäne bei, ne? Ja, okay. Das ist ein Problem. Mit Hyänen und Granaten habe ich Probleme. Nein, 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 nein. Scheiße. Wow, okay. Das ist interessant. Ich würde mir mal eine neue Waffe mitnehmen. Habe ich noch welche auf Vorrat? Ja, geil, habe ich. Noch eine ganze Machete mehr. Ich würde mir den Pfeil und Bogen tatsächlich jetzt auch mal mitnehmen. Mit Metallpfeilen natürlich. Wir können ja ein neues Tool machen, ne? Lass uns das doch einfach mal machen. So teuer wird es nicht sein. Wir schwimmen ja quasi in Ressourcen. Hier. Rott und eine Leiterplatte. Eine Leiterplatte habe ich nicht mehr, ne? Oh, hab ich. Guck mal, jetzt haben wir... Okay. Heilungszeug könnte ich nochmal mitnehmen. So, nehmen wir auch mal Essen mit. Beziehungsweise ich werde das jetzt einmal essen. Genauso wie ein Smoothie trinken. Was habe ich denn hier? Erdbeerkola, da habe ich recht viele von. So. Gegessen, getrunken, Heilungszeug. Waffen, Fernkampf. Alles da. Perfekt. Dann können wir das Inventar nochmal kurz aufräumen. Ist noch alles gut, ne? Ja, alles entspannt hier.
Aufgrund des Shortcuts dürfte es jetzt auch nicht mehr so schwer sein, da oben anzukommen. Das ist ja jetzt nur Fahrstuhl hoch. Also ja, die Kombination aus Hyänen und Granaten ist schön scheiße. Gefällt mir. Hatte ich hier den Shortcut nicht runter? Nicht da. Oh, ich dachte, der Shortcut ist etwas kürzer. Naja. Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Oh, guten Tag. Da sind die. Da bin ich wieder. Ich glaube, das Geheimnis ist, ich muss hochkommen. Oh, hi. Ich glaube, ich weiß auch wo. Hey! Oh. Ich stehe aber auf den Loot. Gib her! Gibst du nicht auch Fleisch oder gibt dir nur wirklich nur Leder? Ah. Ich bin einfach zu gierig. Ich weiß das. Sorry, Leute. Es ist einfach nur die Gier. Ich muss gedrückt halten, damit ich mich verbinde, oder? Wenn die dort rumhüpfen, funktioniert gut. Schön. Aber hier könnte man wirklich Fleisch farmen, wenn man das braucht. Wie bei Minecraft vor, wo man auch so dumm rumhüpft, wenn man schneller vorankommen will. Ach, komm! Blödes! Oh, meine Waffe ist kaputt. Gut, das ist doof. Das ist wieder abgehauen, oder? Ich würde jetzt unten aus Prinzip gerne nochmal die Hühner zerlegen. Bisschen Fleisch und so. Vielleicht spawnen die ja nicht mehr nach, wenn ich jetzt alle erlegt habe. Und in der Zeit können wir uns ganz entspannt regenerieren.
So. Nehmen wir mal eine Kiste mit hoch. Ich glaube, hier oben gibt es noch einiges an Loot abzugreifen. Ach, so kann man sich täuschen. Okay. Das heißt nicht, dass ich aufgebe. Da war aber auch nichts. Hier ist aber was. Oh. Metallbarren. Ja, gut. Ich befürchte nur, dass ich mir vielleicht nochmal eine neue Machete machen müsste hier. Weil ich habe einen relativ großen Machetenverschleiß, habe ich gerade so das Gefühl. Oh, Shortcut offen. Oh, es geht auf jeden Fall noch höher. Okay. Nächste Runde. Die Superhygiene. Ich glaube, ich muss die fesseln. Guck mal, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist jetzt aber auch nur eine Vermutung. Muss ich sie anketten? Die Dinger sind doch recht offensichtlich. Und ihn gucke ich mal, ob ich mit dem Pfeil beschießen kann. Ah. Nö. Ich habe gelesen, ab in Position Tüte, aber nein, da steht Töte. Hier, geht da durch. Oh, funktioniert nicht. Okay, ich kann damit nichts machen. Hallo? Okay. Das, was ich mir eigentlich jetzt gedacht habe, scheint nicht zu funktionieren. Machete macht das nicht mit. Ja, gut. Was mache ich dann? Hilf mir, Spiel. Zwischendurch, glaube ich, kann ich ihm mal Schaden machen, aber auch nicht immer. Hier ist anderes Essen, oder? Hier sind Bröckchen drin. Jetzt nicht mehr.
Ich kann mich jetzt noch einfach mal hochreihen. Vielleicht verstehe ich das Konzept ja noch, aber bis jetzt, ehrlich gesagt, sieht das schlecht aus. Du hast einen Pfeil im Kopf. Du bist tot, Mann. Auch nicht. Axt? Nein. Ich muss auf jeden Fall Heilsalbe machen gleich wieder, wenn ich hier sterben sollte. Ich hau hier gerade alles raus. Vielleicht kann er mir das Gitter aufmachen. Geht das vielleicht? Stoßangriff oder irgendwie was, was gegen dieses Tor hier geht. Ah! Sobald er ihn wieder füttert, werde ich nochmal versuchen. Wollen sie auf deine Ketten hüpfen? Auch nicht. Oh, ich dachte, der wirft noch. Ich versteh's nicht. Ist ja geil. Aber ich konnte eben doch so durch Schaden machen, oder? Also ich habe nicht immer das Geräusch, dass er keinen Schaden kriegt. Hier, Tor aufsprengen macht er nicht. Das war ein Treffer. Das waren schon wieder Treffer, okay. Hör auf zu hüpfen, Mann. Jetzt ist er wieder unbesiegbar. Jetzt glänzt er nicht mehr. Jetzt kann ich wahrscheinlich Schaden machen. Ah, ich glaube, okay. Das
hat zwar das gesamte Heilungsequipment gekostet, aber ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Wow! Ja gut, da habe ich mich jetzt aber anscheinend auch nicht so schlau angestellt. Ich habe mich von den Dingen nicht ablenken lassen. Ah, ist okay, ist okay. Gut. Oh, keine Musik. Das ist mir nur aus Prinzip wichtig, dass ich es nochmal tue. Bringt nichts. Okay. Ich glaube, er springt gleich. Okay. Das war jetzt ein recht unspektakulärer Sturz. Titanwerkzeuge. Aha. Das Titanschwert sah schon ganz cool aus auf dem Bild. Unsere Beleuchtung ist weg. Ah, das ist das Problem. Dadurch, dass die Dauer auf Tageslicht gemacht hat, ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen, dass es zwischendurch kaputt gegangen ist. Hab mich beim Bosskampf schon gewundert, aber jetzt weiß ich. So, ich habe einen Gefängnisschlüssel. Wo war denn das Gefängnis? Nicht unweit von unserem Floß, glaube ich. Das da. Da ist es doch. Okay. Bringen wir es jetzt gerade hier? Jetzt zu Ende? Wow. When the ocean itself broke civilization, the survivors were left with nothing. Yet, they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world, and brought back hope. Now Utopia stands free once again thanks to their actions. With this final chance, we can begin this slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Wir haben's! Spiel's durch! Oh. Hier gibt es hier Essen oder was? Gib her! Gib mir all euren Scheiß! I can't believe we ended up like that. Listening to Olaf was a mistake, to say the least. I need to get better at reading people. In hindsight, yes, Olaf did seem a bit maniacal. Don't worry. I'm disappointed in myself too. Hallo Larry? Kann ich mit allen hier reden? Okay. That was so scary. I'm still a bit in shock. Good job dealing with that Olaf fella. Let's make sure it doesn't happen again, okay? Okay.
We need to be more careful in the future. Olaf happened because we were naive. So we should be more vigilant in the future. But we also can't lose what makes Utopia great. We need to be strong and not let fear guide us. Witzig. Das englische Wort für naiv ist naiv. Finde ich gut. It's you. Don't know what we would have done without you. Thank you, Forward Scout. We can go back to normal now. Ja, Normalität. Isaac. It's over now. But boy, was that close. I tried to deal with those hounds at first, but there were too many of them. We're lucky no one got seriously hurt. Oh, this. It's just a scratch. Don't worry. Ich will mit allen reden. This place is a mess. There's hyena hair everywhere. It'll take days to clean up the towers. I hope the council makes Olaf clean it up himself. The future is bright. I was so scared Utopia would fall into ruin after this incident. Now, I'm hopeful again. We can do it. We can rebuild. Leaving already? The ocean's wider than ever, and there's always more to explore. I'd love to head out one day. See what's left of the world. Good luck out there. That was so scary. Ach, Klappe, hatte ich schon. Okay, ich muss sie ausreden lassen, sonst macht das Gespräch keinen Spaß mehr. Oh, cool. Ich glaube, mit allen Reden schaffe ich vielleicht doch nicht, weil ich die Übersicht verliere. You deserve all the credit in the world. You know, I was almost a forward scout myself. Ended up working in a raft town instead. But I'll tell you, I'm really good at building rafts. I used to build boats before the flood. It wasn't as fun, if I'm honest. Rafts are magical in their own way. Don't you agree? This Olaf fellow doesn't seem like the nicest type. Wow, ja, es ist nicht der netteste Typ, das ist definitiv richtig. Ich auch nicht, ich klaue hier gerade überall eure Vorräte. Aber weil es kann. No one ever listens to me. Ach, Detto! Maybe they'll listen after this. Hi! Are you happy now? Ja. These idiots won't get anything done. They'll starve soon. And so will you. Disorganized rabble. You need a strong leader. Not these weaklings. This is what I get for trusting my army. If you have to do something, do it yourself. They don't have the guts to rule. Gott, der hat der viel Zeilen. Story over and over again. Floating city project, Vasa Gotham, Tungaroa, failures brought on by weak spirits and undisciplined men. You're nothing but beasts in the rubble. Nothing you fools can come up with will rival what came before. Nothing you fools can come up with will rival what came before. The floating city project was wrought with failures. Why? I spent a fortune on Tangaroa. Every expert told me we were on schedule. How do you explain that? Lazy workers. Lazy, stupid workers. I was the majority shareholder of the floating project of Tangaroa. Imagine the cost if we hadn't made it out to sea, like the other cities. No, that wasn't an option. I did not abandon Tangaroa. My private consultants made it very clear. The city wouldn't last a year out at sea. Vasa Gotham was my way of saving a few souls from that fate. Vasa Gotham. Haben wir das? Das war es, wo wir so viel getaucht haben, oder?
Svaruna. Ich weiß es nicht. Bist du bald mal fertig? Okay. Any decent fighting force could have brought order within a day or two. None of them were ready for reality. When there's only food for one in ten, nine have to go. The hyenas of Caravan Town were easily rounded up. Their efficiency and discipline was unrivaled. Nett, dass er das nochmal erzählt. You would have never stood a chance. If you hadn't interfered, I would be out there reinstating law and order. Have you ever done anything of such importance? Ja, Recht und Ordnung liegt daran, dass du einfach alle im Knast hattest. Yes. We all heard about the failure of the forward scouts. Those naive idiots couldn't even beat the waves. What? You think you're any different? Netter Typ. They have no control. Okay. Boah, Essen! Ich will noch mit dir reden, aber ich glaube, ich tue es nicht. Larry? The turbines are still working. Wonderful. Ruben went to check up on the system straight away. Without him, we'd still be using candles every night. It would be nice if we had a proper reactor. Like on Tangaroa. Maybe one day. The turbines are still working. Okay, die haben immer den gleichen Text, das ist schön. Ruben went to check up on the system straight away. Without him, we'd still be using candles every night. It would be nice if we had a proper reactor, like on Tangaroa, maybe one day. There is something deeply wrong with those hyenas. I lived on Temperance for a bit. As a researcher, Uluf's hyenas seem to be afflicted by some kind of rapid mutation. I'll be sure to investigate on behalf of the council. There is something deeply wrong with those hyenas. I lived on Temperance for a bit. Hi. Toshiro wartet, ich hatte mir noch, oder? Ja, ihr verändert und stellt euch eure Position. Ihr seid ja Schweine. Keine Ahnung, haben wir jetzt alle? Hallo Oliver. Hyenas were so rude. Bad enough we had to deal with an endless ocean. Now there's these rabid animals also. Ugh. I'm so tired of this. Oh, right, of course. Thanks for helping out. So, hast du noch was Wichtiges zu sagen? Ach so. Ja, okay, jetzt geht der ganze Text von vorne los. Muss ich das echt komplett durchklicken, damit ich irgendwann mal... Echt? Wow. This is what I get for trusting my army. If you have to do something, do it yourself. Okay. Ich werde ihn jetzt einfach mal relativ schnell durchklicken. Over and over again. The floating city project. Vasagatan. Tangaroa. Failures brought on by weak spirits and undisciplined men. You're nothing but beasts. Ja. Weiß nicht, warum ich das tue. Ich habe einfach die Hoffnung, dass noch irgendwas Cooles kommt bei ihm, wenn ich ihn jetzt weiter anquatsche. Naja, hatten wir schon. Red schneller! Aber während er hier weiterhin vor sich hin quatscht, Leute... Wir haben das Ziel erreicht. Wir haben Utopia erreicht, wir haben das Spiel durchgespielt, Bosskampf. Auch wenn ich jetzt sagen muss, ich habe mich bei der Hygiene jetzt ein bisschen blöd angestellt. Aber wir haben es ja geschafft, sogar beim ersten Versuch, wenn es... Naja, gut. Ja doch, die große Hygiene war im ersten Versuch. Wir wurden von den kleinen Hygienen mit den Granaten umgebracht. Ha! Das ist ja eigentlich schon ganz geil. Mit der Bärenmutter hatte ich bis jetzt, glaube ich, die meisten Probleme. Der komische Hammerhai-Fisch-Dingster. Der war ein bisschen lästig, aber jetzt auch kein großes Problem. Boah, hätte ich da schon Schwimmflossen gehabt, wäre es, glaube ich, etwas einfach gewesen. Ja gut, den Text hatten wir. Ich glaube, wir kommen langsam wieder rein, wo wir eben waren. If you hadn't interfered.
Also doch. Da hab ich... Naja, da habe ich dich eben schon mal angepöbelt. Recht in Ordnung, wenn man alle wegsperrt. Ja, yeah. Ja. Die haben Energie. Die Turbinen funktionieren noch. Hast du nicht zugehört? Ah, okay, wir waren komplett durch. Ich habe genau in der letzten Textpassage aufgehört. Was ist denn bei mir kaputt? Was für ein geiles Timing. Ja. Dann bringen wir das jetzt zu Ende. Wir machen Abschluss am Floß. Da. Woo! Ja, wir haben wahrscheinlich bloß noch am Hals, aber... Hey. Okay, diese Hammer-High-Trophäe da oben ist so viel witzig. Wir sortieren mal kurz das Essen noch weg. Warte, wir haben auch hier, wir haben... Da. Wow! Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich da oben gerade Dinge fallen gelassen habe. Okay, gut, dass wir einen großen Rucksack haben, ne? Oh ja, ordentlich Fleisch. Ordentlich Gemüse, Obst. Obst ist das größere Problem. Ah. Bretters. Papiere 2. Ach, Glück gehabt. Oh, wir können uns die Rezepte auch nochmal angucken hier. Also angucken. 3 Titan. 2 Titan. Bin mir nicht sicher, ob die Dinger kaputt, gar nicht mehr kaputt gehen oder wie auch immer. Aber wenn sie auch kaputt gehen, ist das natürlich mit Titan absolute Verschwendung. Aber wirklich brauchen tun wir das auch nicht. Cool. So, ich habe noch ein bisschen Leder. Ich habe immer noch ein bisschen Leder. Da war die Gier zu groß mit den Lederdingern. Ist okay. Köpfe... Oh, was hier? Alphas Kopf. Kann ich mich irgendwo sehen? Gab's Third Person? Ich weiß es nicht. Warte mal. Einstellung, Steuerung. Heiß. Ha. Ist ja geil. Tierisch. Ich habe hier noch ein bisschen Fisch. Das können wir bestimmt irgendwo. Wirklich schön. Schaufel, ich lasse den Helm jetzt mal ausgerüstet, weil ich ihn witzig finde. Pfeil und Bogen können wir nochmal zurückbringen. Das können wir nicht unterbringen. Das haben wir, können wir auch nicht mehr unterbringen. Richtig gut. Geil! Damit sind wir fertig mit dem Spiel. Ich war überlegen, ob wir jetzt nochmal irgendwie ein bisschen rumschippern oder ähnliches. Aber ich muss gerade sagen, ich bin echt zufrieden gerade mit dem Floß. Das hier unten, das hat mich zwar insgesamt ein bisschen gestört vom Zustand, aber gut, warte, das Ding können wir nochmal woanders hinstellen hier.
Oh ja, doch noch mal ein bisschen. Das Ding ist hier unten hässlich, den Rest können wir so lassen. Kann ich dich irgendwo verstecken? Der bietet sich ja hier neben eigentlich an, oder? Warte mal. Die Tür passt da noch nicht so gut. Wollen wir die Tür einfach weglassen? Oder andersrum ransetzen. Moment mal. Jetzt machen wir doch mal ein kleines Bäuerchen. Ein kleines Bauerchen? Hä? Bretter und Nägel. Bretter. Nägel. Ah! Und schon ist die Tür auch nicht mehr im Weg. Geil! So, die kaputte Schaufel nehmen wir wieder mit. Du kannst da natürlich wieder rein. Würfel, also theoretisch, sollte irgendwie mal, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen ein Update oder DLC kommen. Finde ich jetzt das ein super Safe-Game, damit weiterzumachen. Das will ich jetzt mal gar nicht abstreuen. Aber ich bin zufrieden, ich bin sehr zufrieden. Wo hänge ich das Bild denn jetzt auf? Oh, gut. Super, haben wir. Dann machen wir hier mal kurz klar Schiff. Einfach aus Prinzip. Oh. Dann schließen wir die Türen. Den letzten Vorhang. Und ich würde sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Unser Floß. Also ich persönlich mag es. Ich finde es schön. War ein Boss besiegt. Wir haben Utopia erledigt. Oder habe ich irgendwas übersehen hier? Da tauchen keine weiteren Orte. Ich glaube, ich habe es. Okay. Vielleicht sollte ich beim Glas Schiff auch darauf achten, dass ich vielleicht nicht am Verdursten bin. Oh. Gut. Hey, der Rucksack passt jetzt nicht so gut zum Schuh, aber es ist in Ordnung. Oder warte mal, das müssen wir mal ganz kurz korrigieren. Hände frei. Hinsetzen. Mal gucken, ob ich das Interface schnell auskriege, aber ich weiß gerade nicht, welche Taste das war. Super. Das Spiel hat mir echt gut gefallen. Ich hatte zwischendurch mal so ein paar, nennen wir es mal, persönliche Krisen, weil die Story-Inseln, gut, selber schuld, wenn ich das so richtig noch mitbekommen habe, die kamen dann doch irgendwie Schlag auf Schlag, weil ich da irgendwie, sobald man die Koordinaten eingibt, dann tauchen die wohl von alleine vor allem auf. War ein bisschen doof. Und dadurch, dass sie auch immer länger geworden sind, das hat teilweise geschlaucht, aber nur teilweise. Ich muss zum Beispiel sagen, jetzt die Temperance, das komplett andere Biom, dann mit dem Reaktor, der Verstrahlung, also das war echt geil. Noch genervt ein bisschen war ich von der Tauchstadt, aber das lag glaube ich eher daran, dass ich von dem davor, ich bin mir nicht sicher. Taigaroa fand ich auch geil. Also eigentlich alles in allem macht das Spiel glaube ich alles richtig. Man kann es ja nicht allen immer recht machen. Und da hatte ich halt ein paar Schwierigkeiten mit einem von diesen, von ein, zwei der Story-Inseln, was aber nicht das Spiel zu einem schlechteren Spiel macht. Ganz klare Kiste. Also, super Spiel, super entspannt,
Wenn man ein bisschen mehr bauen möchte oder sonst was, finde ich, hat das Spiel echt viel Potenzial. Aber da mit dem ganzen Bauen hatte ich da schon mal erwähnt, auf der Industrialisierung und den ganzen Kram. Wir haben da jetzt einen riesen Technikabteil dran gesetzt, also haben wir es schon gemacht. Aber das würde mir, wie gesagt, ist nur eine Meinung, mir persönlich in einem anderen, weniger entspannten Setting besser gefallen. Ja, das Wort zum Sonntag, ne? Aber trotzdem geil, dass das geht. Ich bin das froh, dass mit den Batterien, wir haben ja jetzt relativ entspannt, unsere Tiere werden versorgt, wir kommen mehr als gut an Ressourcen, notfalls können wir beim Händler was kaufen, weil das Ding eigentlich im Dauerbetrieb laufen kann, hier die Presse, also alles super. Ich mag diese Kleinigkeit, dass man das Geschirr und die Möbel von den ganzen Inseln kaufen konnte. Ich liebe ja unser Temperance-Geschirr. Super. Achso, ich denke übrigens die ganze Zeit, die Gabel liegt falsch rum, aber es ist ja ein Göffel? Ich glaube, es ist ein Göffel. Das ist irgendwie in Ordnung. Eine Seite liegt immer unten, also ist das schon in Ordnung. Ah. Vielen Dank an euch, dass ihr mich bei der Reise jetzt begleitet habt. Ich weiß jetzt nicht, ob es das letzte Mal war, dass ich Draft gespielt habe für dieses Let's Play, was die letzte reguläre Folge. Vielleicht schaue ich mir das im Stream nochmal an, ein bisschen bauen, ein bisschen dümpeln. Ist ja alles möglich und offen. Und dann wird das natürlich auch hier auf YouTube wieder mit hochgeladen werden. Ah, bei Streams könnt ihr trotzdem gerne mal mit vorbeischauen. Dienstags in der Regel auf Twitch, Link in der Beschreibung. Und wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da und man sieht sich. Tschüss.